ich eine Teilerwerbsminderungsrente habe, mein Arbeitgeber muss dann irgendwie gucken, wie es da weitergeht? Genau, da muss der Arbeitgeber, je nachdem, wenn das, kommt immer auf die Möglichkeiten an, die der Arbeitgeber hat. Große Arbeitgeber mit einer höheren Mitarbeiterzahl haben da auch weniger Probleme. Müssen dann eben gucken, dass sie einen entsprechenden Teilzeitarbeitsplatz zur Verfügung stellen. Die Höhe des Zuverdienstes und die damit verbundenen Arbeitsstunden werden individuell berechnet. Und dann kann man gucken, dass man eben diese Stunden arbeitet noch und dann ansonsten ergänzende Teilrente bekommt. Und das muss man dann mit dem Arbeitgeber klären. Da sind aber dann auch immer zum Beispiel Gespräche mit dem Personalrat, mit der Betriebsrat, mit der Personalabteilung im Rahmen zum Beispiel von BEM, betrieblichen Eingliederungsmanagement, sinnvoll und hilfreich, um das dann zu gestalten und diesen Prozess zu begleiten. Also ich glaube, ganz wichtig, sich rechtzeitig zu informieren, was bedeuten entsprechende Schritte für mich, was bedeutet ein Reha-Abschlussbericht für mich. Und wie ist sowas auch in einem Unternehmen machbar? Sind meine Vorgesetzte bereit, mich da zu unterstützen? Gibt es Arbeitsmöglichkeiten? Ja. Und da gibt es natürlich, wie gesagt, in unterschiedlichen Arbeitsfeldern halt auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist im gewerblichen Bereich, auf dem Bau, sage ich jetzt mal, gibt es nicht diese Gestaltungsmöglichkeiten als jetzt im kaufmännischen Bereich, wo man dann im Büro, wo man andere Optionen hat, jemand einzusetzen. Aber wie gesagt, wichtig ist es, aktiv das Geschehen zu versuchen, mitzugestalten.